So. Dann kann man hier dann das Fenster rausnehmen. Ich baue hier mehr. Ich baue eigentlich lieber mit Holz als mit Stein, sage ich ganz ehrlich, ist das. Ich finde Holz schöner als den Stein. Dann kann man hier dann die, so eine Zwischenetage machen. Ja, rein von der Theorie her schon. Du musst halt nur gucken, dass du früh genug aufhörst. Damit die auch noch da die Wände hochlaufen können, wenn die unten arbeiten. Also hier die Dächer. Auf naja, klar, Logo. Auf jeden Fall. Ich würde das sowieso halt quasi mit so einem Steg machen. Das ist am Ende. Hier rum, so. 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 Muss ja auch wieder an das Außengelenk angepasst werden. Oh wow, ja. Achso, okay, weil außerdem, das Dach hab nicht ich gebaut. Also flame nicht mich voll. Wir müssen an der falschen Stelle. Wer beschwert sich über meine Baukunst hier? Jetzt hast du den Beefgold. Jetzt da kann ich dir nicht mal raushelfen. Nee. Alter, das wie sieht direkt denn das Dach aus? Direkt erstmal ein Timeout. Wie sieht denn das Dach aus? Mal. Du solltest noch mehr aufpassen. Du bist jetzt noch viel gefährlicher da. Oh Mann. Der kriegt erstmal eine Auszeit. So, Holz und Steine. Ja, bräuchten wir Holz und Steine, dann könnten wir hier das quasi hinbauen. Und hat erstmal eine Auszeit in den Hinterzimmer gekriegt. Nein, hat er nicht reingeschoben. Dann gibt's halt bei ihm erst Abo und Follow und Instant Abo und Unfollow. Ja, bei mir ist mir das egal, da kannst du das machen. Nee, kannst du sogar nicht machen. Du bist doch kein Affiliate. Genau, ich bin doch kein Partner, ich kann auch kein Abo haben. Ach so, Partner direkt. Ja. Partner direkt. Jetzt, oha. Ja, weil dann muss man sich auch richtige Ziele setzen. Da haben wir doch heute Morgen noch drüber gesprochen. Ja, ja, Weird Flex. Einfach Partner. Alles klar, Partner? Wenn du reich bist, du weißt, ich bin dein Cousin, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Mal lieber nichts zu. Voll und Unfollow. Bah. Das hat Snake auch schon gemacht. Das war richtig gemein. Er hat mir noch seinen Videobeweis geschickt, dass er mich, dass er mir geunfollowed ist. Oh. Ich hab nicht genug Material. Ich glaube nicht. Ah ja, stimmt ja, warte. Ach, Kiefer, das ist schon in Ordnung für mich. Keine Stütze vorhanden. Solange ich dich immer noch timeouten kann, hier ist mir das egal. Jetzt geht das los hier. Ja, wow. Du hast nicht viel Material. Ich, haben wir kein Holz mehr? Echt nicht? Boah, ich muss Holz holen gehen. Holz, Holz, Holz. Ich um mein Holz. Und dann vielleicht hier. Yeah. Da will ich Dach hochsetzen, da wo du bist. Von hier unten nach da oben. Ich glaube, da wird ein bisschen schwierig. Das wird gehen. Ich brauche nur Holz. Probieren. Wer weiß. Machst du so eine Art Kaufhaus hier drauf oder was? Also von der Struktur her. So wirkt das gerade, oder? Die Idee ist nicht verkehrt. Kaching. Unten wird gemein, eine Etage höher wird geschlafen, beziehungsweise in. Aua, Brand, aua, 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 ich brenne. Ja, Felder. In Karma. Und die Etage dann da höher werden Tiere gezüchtet.
Das ist der falsche Händler. Ich wollte eigentlich die Händler ja schon wieder links reinpacken. Moment. Wo ist eine andere? Hab ich den nicht? Ja, dann müsste eigentlich. Warte. Dein müsste doch. Der Fahrende, ne? Genau hier. Was braucht der? Was ist der erschöpft? Ja, also du kannst allgemein immer schwere Medizin nehmen. Das ist vollkommen egal, was er hat. Ah, scheiße. Magengeschwür oder Knochenbruch zum Beispiel hilft schwere Medizin nicht. Doch, schwere Medizin hilft bei allem. Echt? Ja. Ja, wo ist er denn? War Dick Toys, ne? Hier. Ich spawn in die andere Base und Tombot ist erstmal unter Flammen. Na gut. Ja, sieht genau der Fall vielleicht von uns nicht so sein. Ja, aber keinen Bock mehr. Ach, schön. Geld liegt jetzt in einer anderen Base in der Truhe. In der, bei uns im Schlafzimmer. Perfekt. Übrigens haben die hier drüben auch kein Essen mehr. Ich habe da noch Bären angeschmissen in der Küche, da können wir denen was rauslegen. Ich habe gehofft, dass sie mit ihren mit der Weide genug machen. Ich muss immer rüberkommen, weil eine, glaube ich. Ja. Das Holz lasse ich hier. Die Fasern lasse ich hier. Genau, ich wollte eine kleine Kiste bauen. Mit was sollen die denn hier genug Essen machen? Die haben noch eine Farm. Mit Milch oder so. Ach so, ja. Anscheinend bringt die Milch ja dann nicht genug, ne? Ja, jein. Ja, dass sie da kein Essen haben, weiß ich auch nicht. Räumt mal euer Zimmer auf. Mensch. Ja, die haben hier 140 Bären drin. Gegrillt, tue ich jetzt erstmal dann in den Futtertrog rein. Können sie die essen. Ich nehme mal, ach, hier ist noch ein Jumbo drin, okay. Dann kommt das da rein. Deine 300 Stück, boah, Hammer. Meine Güte. Bring ich jetzt mal eben rüber. Und dann die Kiste, dann kann man ein bisschen weiter bauen. Ja, den Elch können wir relativ weg tun, der hat keinen Bock, hier was zu machen. Unnötige Belastung. Ja. Aus mit dem Pack. Komm ich jetzt hier auch mal ran? Da. Schnellreise. Oh.
Ja. Sag mal, Eva, was machst du eigentlich? Nix, ne? Aber du bist fleißig. Super. Das ist die Hauptsache. Fleißig, ich hab nichts tun. Fleißig kann ich tun. Ja. Er ist aber nix. Okay, und hier rennen einfach noch 5 Viecher direkt zur Kiste hin. Geil. Sag mal. So. Okay. Bonchiri läuft also einfach durch den Holzzaun durch. Durch den großen? Ja. Ja. Ich auch gewundert bin ich. Dann schmeiß ich drüben nochmal 400 Bären an, kann Bonchiri gleich fertig machen. Der will eh kochen, steht da. Dann soll er. Ja. Und damit haben wir dann schon mal unsere Essensversorgung jetzt safe. Was ich halt sehe, dass 2 Felder sind zu wenig, 3 Felder sind bald zu viel. Und auf die Statik von diesem Gebäude achten wir erstmal gar nicht. Sag ich schon mal im Voraus. Die hält. Was sie verspricht. Ja. Kommt die ja noch so durch? Ja. Das ist das Wichtigste. Und hier hast du eine Landebahn. Yeah. Könnte man dann noch... Ach ne, die Fackeln gehen ja wieder aus. Das müssen wir später machen. Mit Lichtsetzen. So, für hier... Hä? Ja, wird da viel Holz. Ja, mal Holz rumgehen. Holz? Holz? Ja, Holz. Richtig. Holz, ha? Holzer, oder? Holzer. Ja, das ist bei Holzer. Age of Empire, genau. Das war. Oh, es sieht noch ziemlich speziell aus. Also könnte schon bald ein Raumschiff sein, was wir bisher haben. Erster Gedanke ging gerade an die Enterprise. Ja, moin. So. Nein, keine Farm, sondern es geht um die Zuchtfarm. Ach, war die echt so groß? Ja. Oh. Du musst dir vorstellen, dein Base-Radius durch 4 oder 5.
da war ein Lamus. Ja, aber nicht bekommen wir mal. Wo? Oh. Dir? Boah, sie passt. Fehlt Holz. Ja. Na ja gut, das machen wir dann noch viermal, raus, ja. Ne? Und dann noch viermal? Ich würde sagen, erstmal einmal. Wir haben noch nicht mal Platz für einmal gerade. Obwohl, warte, reiß die Tür nochmal ab und mach die mal da, wo du die gerade hattest. Also nicht die Tür, sondern die andere. Die. Ach, im Mittelgang vielleicht? Genau. So genau in der Mitte, das wird bestimmt besser aussehen. Aber aus Holz oder aus Stein? Aus Holz auch, egal, ne? Wie du möchtest. Okay. So, dann machen wir hier. Ich habe immer gesagt, dass hier auch kein Pfahl hin soll am Ende. Ja, hau mal mit der Spitzhacke auf den Baum ein. Also okay. Hm. Das hier muss auf jeden Fall dann auch hochgezogen werden. Man sieht halt manchmal so richtig viel. Pals rein. Und dann könnte man hier quasi dann anfangen zu züchten. Das viermal. Ich glaube halt, das Problem ist, bei dem viermal so hoch geht die Base nicht. Weil die Base höher hat ja auch eine Begrenzung. Ich frage dann die Tatsache, dass wir nicht mal Kuchen haben. Gut, aber dann haben wir jetzt erstmal Essen. Wir haben jetzt Erze. Wir können also auch Sphären bauen. Nach und nach. Sphärenentfaltung. Genau. Also ich würde jetzt dann mal gucken, dass ich dann mal anfange, Level 20 zu erreichen für die Pfahlwerkbank. Ich habe gerade herausgefunden, dass unser Diktus auch einen Turbo-Modus hat. Mit F gedrückt halten, ne? Hat er. So. Ja. Genau, wer das Rennen halt mal voll rein. Würde ich auch machen. Klingt nicht alle hier alle rein. Oh. Ich hab's halt nicht so mit Geschwindigkeiten, ne? Ja, hüpf mal rum wie so ein Gummibärchen. Darf nicht sprechen. Aua. Ich möchte sterben. Ja, aber krass, mit den Ärzten klappt auf jeden Fall. Also bei der Kiste einfach die Plätze ausfüllen, dann können sie das nicht mehr in der Kiste schmeißen. Ja, wir haben ja hier da die Stahltruhe, da können sie ja alles reinschmeißen, was sie hier haben.
Aber rein statisch könnte das alles irgendwo halten, wenn man hier in der Mitte noch irgendwie so eine Stütze hinbauen würde. Das könnte schon irgendwie funktionieren. Auch logisch. Vielleicht. Oh, das kann alles da rein. Ja, 277 Erze haben wir schon. Passt. Den Rest schmeiß ich jetzt mal drüben rein. Dein düsteres Ei ist fertig. Hey? Ja. Ein Mau. Können wir auch noch Geld verdienen. Ja. Warum nicht? Nein, ich schlafe. Ich will Medizin reinlegen in den Schrank. Warum mit wir? Ja. Hitbox for the win. So. Haben wir hier eine Crafting Bank, ne? Genau. Ich frag einfach nicht, warum du gleichzeitig hier bei mir noch im Bett liegst, ne? Bin halt schnell. Der macht beides gleichzeitig, Multitasking. Leg mich mal zu dir. Kauka. Du hast, ja weiß ich nicht, du hast gerade sehr komische Zuckungen da im Bett. Ich will nicht wissen, was du da machst. Hätte ich gar nichts gesagt. stehst du gerade? Ich frag mich. Ja. Erzeugt Feuer. Sehe ich nicht. Was denn jetzt schon wieder? Muss noch viel jetzt hin? Bei mir. Hier am Feuer anmachen. Kann er schlafen, oder? Ja. Gib mir eine Sekunde. Ja, wir gehen mal ein bisschen nach außen bewegen oder will ich noch ein bisschen rumbasteln? Ich muss ein bisschen basteln. Aber rein theoretisch brauchen wir ein paar alte Bauteile für ein paar Brotkästen so dabei. Ich liege. Die Brotkästen würde ich wiederum hier aufstellen. Wir haben ja hier auf dem Dach richtig einen Platz. Da hatte ich ja angefangen gehabt, dass man hier hochkommt. Also wolltest du mit den Eiern jedes Mal rüberlatschen? Ja, klar. Ja, wir haben halt hier noch so massig Platz halt, ne? Okay. Ja, selbst. Was machen die denn da jetzt? Was greifen die denn da an? Die Wölfe. Warum rennt dann der Händler auch dahin? Egal. Ne, wir können es halt auch drüben machen. Ja. Muss mal gucken, was wir. Ja. Ja, okay, wie viel Bären wird's noch essen? Habt ihr alle Hunger gehabt, oder? Ich hab gerade schon gedacht, das sieht eben bei mir nur so aus, aber die haben ja wirklich einen Alarm. Sirenen leuchten quasi, wenn die angreifen. Ja. Angriff, nicht Angriff, Angriff, nicht Angriff. Ein Tauboss. Ui. Oh, hab ich noch gar nicht, krass. Was? Ich hab noch keinen. Alter. Ich hab noch keinen Tauboss. Nee, war der falsche Weg. Ich muss ja dann da hoch.
Ja, die Eier ausbrüten könnte man entweder hier unten machen. Oder wir machen das auch da oben bei den, da wo die, bei dem Anbau oben bei der Tauchstation. Also ich würde schon sagen, in der Nähe der Zuchtstation, damit man 50 Kilometer mit den Eiern immer laufen muss. Ich meine, wir haben ja hier sowieso, hier ist ja jetzt auch noch Platz. Aber hier muss auch noch eine Futterdruck hin, das wäre dann glaube ich sogar hier sinnvoller. Oh, ich hab's gefangen, geil. Nice. Danke. Das könnte man ja... Mensch. So, hier oben bei der Landebahn wo machen. Kann man ja ein bisschen ausbreiten. Warte, mal überlegen. Willst du da auch auf Effizienz gehen mit von wegen mit den richtigen Heizungen und so ein Kram oder ist das egal? Also dass wir auf die Temperatur halt auch achten. Daniel? Ah, jetzt ist mein Internet weg. Hä? Gut, wo ich gerade aufgehört habe, ich habe ja dann Pause gemacht, eben. Willst du auch auf richtige Temperaturen achten bei den Eiern dann? Oder ist das egal? Ich habe gerade ein anderes Problem. Not found season, wenn ich den Code gebe. Not found season 91 habe ich auch. Das warte ich mal bei mir zum Titelbild. Geh nochmal zurück, mach nochmal neu. So, was war jetzt mit den was? Temperatur was? Willst du bei den Eiern später auch auf die Temperatur achten oder scheißegal auf Temperatur, Hauptsache upbreeden? Ich würde mal sagen, scheiß auf Temperaturen, weil wir das Problem haben, dass sie in einem bestimmten Wirkkreis auch diese Temperaturen haben. Ne, deswegen. Wird geladen. Lade schneller. So. Mal neuer Code hier. Yep. Ich brauche wieder Steinchen. Hallo. David auch schon geschickt? Ja. Yep. Habt ihr schon so viel lange gewartet, dass ihr schon Bäume fällen müsst, Leute? Echt? Und keine Erze mehr da? Ja. Was Steine. Ach, ich war ja außerhalb der Border, ne? Ja. Bewegen sich die Viecher denn drüben dann noch? Lass mal gucken. Ich bin drüben gespawnt, also ja. Perfekt. Korrekt, das Ei, was ich gerade reingetan habe, ist auch schon fertig. Dann siehst du. Und wir haben ein neues Mau. Hey.